Ja, schönen guten Abend zum, glaube ich, annähernd fast 80. Livestream seit letztem Jahr April aus der Kulturbühne Hinterhalt, organisiert und veranstaltet von Kulturverein Iserloisach. Muss man jetzt davor nochmal sagen, das gäbe es nicht, wenn wir nicht begnadete technische Menschen hätten, die A, irgend sowas können, also irgendwas livestreamen, und B, das Equipment auch noch selber mitbringen. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich dem Hendrik Nöller und dem Thorsten Thane und auch dem Marius Hammerschmidt, der heute nicht da ist. Da können die, die im Saal sind, gerne mal klatschen, dann hört man vielleicht ein bisschen was. Das Prinzip ist immer dasselbe. Wir machen einen Livestream und Sie sind herzlich gebeten, den unter Ihrem Bildschirm befindlichen PayPal-Button zu betätigen oder aber auch einfach klassisch zu überweisen. Und wir teilen das auf zwischen Künstlern, Künstlerinnen und Technikern. Also wenn Ihnen das halbwegs gefallen hat, wenn Sie das schön finden, wenn Sie das erhaltenswert finden, dann tragen Sie dazu bei, dass es weiterhin besteht. Das freut uns sehr und wir teilen das entsprechend auf und wir wissen tatsächlich nicht zum jetzigen Zeitpunkt, wie lange das noch so bleiben wird. Bei uns sind es über 14 Monate. Das ist wirklich relativ lang. Heute begrüßen wir, also mit großem Vergnügen, einen Reisenden, einen musikalisch Reisenden, Christian Jungwirth. Der ist hier schon bekannt, der hat hier schon mehrere CDs aufgenommen und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend zu uns kommt. Mit einer besonderen Musik. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich gelesen habe, zur Unterhaltung ist das nicht. Dann habe ich mir gedacht, nein, das ist wunderbare Musik. Es gibt auch eine CD zu kaufen. Die jetzige CD heißt Reise. Und er reist mit uns in alle Ecken des menschlichen Zusammenlebens, von ganz jung bis ganz alt. Und alles, was da passieren kann. Und es freut mich sehr, dass er zu uns gekommen ist. Müsst ihr jetzt mal überlegen, solange ich die Kulturbühne betreibe, glaube ich, war er noch nicht da. Aber wir sind uns vorgekommen wie alte Bekannte. Herzlich willkommen, Christian Jungwirth, die Reise. Herz verloren. Wie schnell, dass ich mich doch verkneue, dass ich schon gar nicht mehr mit zeu und sei überhaupt nicht wohl, dass ich schon wieder so viel fui und alles gleich wieder abdimpf. Aber es bringt nix, wenn ich dagegen auch kämpf. Was für Gefühle da grad in mir vorn. Hey Baby, ich sag da eins, ich bin glaub ich wirklich nur für dich geboren. Ich hab schon wieder mal mein Herz verloren. Ich hab schon wieder mal mein Herz verloren. Ich hab schon wieder mal mein Herz verloren.
Herz verloren. Wie schnell, dass ich mich doch verschau. Schon wieder so eine tolle Frau. So wie ist, doch allweil ich wollt, dass mich schon gleich gar nichts mehr heut. Und mir auf der Stelle ganz anders wird. So was ist mir wirklich noch nie passiert. Was für Gefühle da gerade in mir fahren. Hey Baby, ich sag da eins. Ich bin glaube ich wirklich nur für dich geboren. Ich hab schon wieder mal mein Herz verloren. Ich hab schon wieder mal mein Herz verloren. Ich hab schon wieder mal mein Herz verloren. Herz verloren, Herz verloren. Dankeschön. Ja, einen schönen guten Abend zusammen, gell? Freut mich, dass ich heute da sein darf. Ich hab's ja gar nicht mehr so für Möglichkeiten. Ein paar Leute sind ja da, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen komisch, irgendwie so, also fast der Leute da zum Sitzen und mit der Kamera zum Reden, also ganz fremd ist das jetzt auch nicht für mich, also ich rede schon ab und zu daheim auch mit mir selber, also ich führe oft einmal so Feedback-Gespräche praktisch, da hocke ich mich dann so hier und dann sage ich so, und Christian, wie geht's? Wie stehen wir denn gerade so im Leben? Und dann vergleichen wir irgendwie die Antworten dann so und ja, und irgendwie habe ich während der ganzen Corona-Zeit irgendwie ein bisschen leicht zum Trinken angefangen. Also wirklich nur ganz leicht. Also, ja, und ich habe dann auch ein bisschen experimentiert. Ich habe dann irgendwie so Bier und dann hochprozentigen Schnaps. Also und von der Blärme war es und das Wasser habe ich noch rein. Und irgendwie, als ich dann so ganz besoffen war, also wo ich wirklich gar nichts mehr gecheckt habe praktisch. Also da war ich wirklich total prall. Erst dann habe ich es nachvollziehen können, also aber erst dann, dass Fluggesellschaften mehr Fördergelder kriegen für die Kunst und die Kultur. Und ich war wirklich kurz davor, dass ich die CSU wähle. Also, aber da haben mich dann noch fünf Leute haben das dann gesehen und dann haben sie mich gleich haben mir Wasser reingeschüttet, dass ich wieder nüchtern wäre. Ja, also ich hoffe, dass auch jeder, der da heute daheim ist, auch was zum Trinken da hat. Und dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als einen angenehmen Abend zu wünschen. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ja. Und das nächste Lied, was ich spiele, das habe ich letztes Jahr geschrieben, wo die Abstandsregelungen herausgekommen sind. Wir stehen grad ganz eng beieinander und sagen schöne Sachen zueinander. Dass du für mich alles bist und einmal daheim. Und dann wird dir genau an einer Stelle warm. Glaubst nicht, dass es lohnt, zum Wissen, wo die Liebe wohnt, wo die Liebe wohnt, wo die Liebe wohnt. Glaubst nicht, dass es lohnt. Wir stehen grad immer noch eng beieinander und sagen
Anushinis auch an zueinander, dass ich für dich alles bin und auch dein daheim. Und dann wird mir genau an der Stelle warm. Glaubst nicht, dass es lohnt, zum Wissen, wo die Liebe wohnt, wo die Liebe wohnt, wo die Liebe wohnt. Glaubst nicht, dass es lohnt. Glaubst nicht, dass es lohnt, zum Wissen, wo die Liebe wohnt, wo die Liebe wohnt, wo die Liebe wohnt. Glaubst nicht, dass es lohnt. Glaubst nicht, dass es lohnt. Dankeschön. Das Lied, was ich jetzt spiele, das habe ich letztes Jahr für eine ganz hübsche Frau habe ich das geschrieben, da wo ich mir gedacht habe, boah, die würde gut zu meiner Wohnungseinrichtung passen. Also zum Teppich vor allem. Also, aber die müssen dann, wenn es da ist, dann müssen sie eigentlich nur in dem Eck da drüben stehen, weil wenn es da drüben bei der Lampe steht, dann schaut es wieder nicht so gut aus. Also, und eigentlich so in dem Lied nur das rauskommen, also so ich rüberbringen, dass ich eigentlich ein guter Raumausstatter bin. Das Lied heißt Heimelig. Wir dürfen mir nur leben. Ein paar schauen schon blöd, nein, da wird's immer geben. Für uns ist es aber kein Problem. Wir sind heute mal gern schön eingericht, mit Sachen, die man nicht so oft sieht, für die man uns dann auch anspricht. Hey, die Couch ist aber schick, doch nicht das, sondern du machst das heimelig. Du fühlst dich nicht überall wohl, verrückst Sachen oft ein paar Mal, wieso es so ist, wie es sein soll. Bei dir muss immer alles stimmig sein, das allerkleinste Detail, da sah ich mich über Komplimente frei. Hey, die Vorhänge sind echt schick, doch nicht die, sondern du machst das bei uns heimelig. Na, du machst das heimelig. Selten, dass du auf Anhieb zufrieden bist, bist du immer Perfektionist, der alles, was nicht passt, gleich ausmisst.
ich ja immer mit meinem Schnickschnack, den ich ungern wieder pack. Wie weiß ich mit dir überhaupt keinen Geschmack? Hey, die Hosen ist echt schick, doch nicht die, sondern du machst das bei uns heimelig. Na, du machst das 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 heimelig. Dankeschön. Das Lied, was ich jetzt spiele, das ist ein Lied für Männer. Also das spiele ich wirklich nur für Männer, weil... das ist irgendwie bei uns Männern irgendwie so drin. Ich glaube, dass das in dem DNA-Strang oder irgendwo da so verankert ist, dass wir meinen, dass wir im Bett irgendwie eine tolle Performance immer hinlegen müssen. Also, dass wir da immer, keine Ahnung, mit 7 Stöße die Sekunde, dass wir da durchrattern müssen und dass wir... dabei ist das ja gar nicht so. Also, wenn man wirklich mal eine Frau fragt, also, wenn es überhaupt dann gefragt wird dabei, also... wollen die eigentlich was ganz was anderes? Die finden eigentlich was ganz was anderes da schön, als wir eigentlich glauben. Also, und für alle, die da einen Leistungsdruck bei der Sache einfach empfinden, kann ich einfach nur einen guten Tipp geben. Also, einfach nur. Und dann läuft es. Dann geht es auch mal irgendwie 10 Minuten durch. Und für alle, die so einen Druck empfinden da dabei, spüre ich das. Das Lied heißt Schee. Also, wenn man eine Frau fragt, wie das Lied heißt, dann heißt das Schee. Und wenn man einen Mann fragt, der sagt, das heißt geil. Das muss geil heißen. Und eine Frau sagt, das muss Schee heißen. Also, ich nenne es jetzt einfach mal Schee. Ich am Bett hab's wieder mal nicht gebracht. Du sagst wie immer, dass das nix macht. Ist jedem vor mir schon passiert. Du willst ja noch an ihr, dass es weitergeht. Für uns beide ist es wirklich blöd, weil es ja auch nicht besser wird. Du merkst aber immer, dass ich will. Vielleicht ist mir der Druck ganz einfach zu viel und dann geht's eh schon schief. Ich bin den Tag über nur schlecht drauf, fahr immer meinen Computer auf, weil ich mich dann in die Arbeit wirf. Dass ich mir so einen Kopf mach, das kannst du einfach gar nicht verstehen. Weil im Gegensatz zu mir fandst du das, was war, einfach nur schön. Schwer, weil ich mir nicht helfen lass. Mein Stolz ist dafür auch viel zu groß. Bestimmt wird es so mal geben. In mir aber immer die Angst, dass du mit einem anderen war, so fangst, nur wegen dem Problem. Für mich war es ja wirklich schlimm, wenn ich irgendwann drauf komm, dass du mir was vorspielst. Da ich dich doch nur mal frage, dann dass du mir sagst, dass du es ja gar nicht anders willst. Dass ich mir so einen Kopf mach, das kannst du einfach gar nicht verstehen. Weil im Gegensatz zu mir fandst du das, was war, einfach nur schön. Einfach
nur schön. Einfach nur schön. Dankeschön. Jetzt ein Lied für meine jüngste Tochter. Ich habe irgendwie, das habe ich geschrieben, bevor es überhaupt auf der Welt war. Da habe ich schon gewusst, dass wenn die lacht, dass die Sonne aufgeht. Das Lied heißt Sonnenstrahl. Ein Sonnenstrahl, der durch dunkle Wolken durchbricht. Du bist wie ein Sonnenstrahl, du kitzelst in mein Gesicht. Du bist wie ein Sonnenstrahl, der sie am Weg macht. Du bist wie ein Sonnenstrahl von der Sonne, die uns lacht. Du bist wie ein Sonnenstrahl, du berührst mich jetzt mal. Sonnenstrahl, der jedes dicke Eis taut. Du bist wie ein Sonnenstrahl, leise, nicht laut. Du bist wie ein Sonnenstrahl, der mich ganz sanft weckt. Du bist wie ein Sonnenstrahl, der sich auf mein Gemüt legt. Du bist wie ein Sonnenstrahl, du berührst mich jetzt mal. Natürlich für die eine was gesungen habe, dann muss ich natürlich für die andere auch was singen, ist ja ganz klar, weil sonst gibt es Streitereien und das muss ja nicht sein. So. Das Lied heißt Heute bist du eine Frau. Also sie ist jetzt noch keine Frau, also so, aber sie benimmt sich schon so wie eine. Also. Du wirst für uns immer die kleine Tochter bleiben. Wir werden's auch oft übertreiben. Du
wirst es mal verstehen. Dir wird's mal genauso gehen. Wir werden dich noch oft aufbringen. Für uns ist nur schwarz zum Singen. Wie oft du jetzt schon zurechtkommst und unser Hilf nimmer nimmst. Heut bist du eine Frau, die vor uns steht und der eigentlich fürs durchs Leben geht. Heut bist du eine Frau, attraktiv, stark und schlau. Du bist eine Frau, heut bist du eine Frau, die vor uns steht und der uns bis zum Kopf geht. Heut bist du eine Frau, vernünftig, ruhig und genau. Du bist eine Frau, heut bist du eine Frau. Heut bist du eine Frau, heut bist du eine Frau. Wenn ich dich anschau, immer die nervigen Eltern bleiben. Du kannst uns ja nicht vertreiben. Du wirst ihn noch oft blamieren. Du wirst mal genauso werden. Wir meinen's dir doch nur gut bei allem, was man für dich tut. Ich weiß, dass es blöd wird, dass sie das nie ändern wird. Bist eine Frau, die vor uns steht und der eigentlich fürs durchs Leben geht. Heut bist eine Frau, attraktiv, stark und schlau. Du bist eine Frau, heut bist eine Frau, die vor uns steht und der uns bis zum Kopf geht. Heut bist eine Frau, vernünftig, ruhig und genau. Du bist eine Frau. Heut bist du eine Frau, heut bist du eine Frau, heut bist du eine Frau, wenn ich dich anschau. Heut bist du eine Frau. Jetzt muss ich kurz stimmen, also dann kann ich das jetzt auch gleich erklären, was das ist. Also das ist ein bisschen, wenn man spirituell bewandert ist, dann versteht man das vielleicht. Also das hat was mit Schwingungen zum Teil, das Ganze. Also das ist Mutter, Vater, Geschwister, Onkel, Tante und Freunde. Also und da, wenn irgendwie was unstimmig ist, dann merkt man das sofort. Also kann man da immer gleich nachschauen, wer jetzt da gerade nicht ganz zufrieden ist. Aber es schaut irgendwie. Ah, der Vater. Ja. Aber jetzt geht's. Das Lied, das was ich jetzt singe, das war auch witzig. Ich bin an einem Frühlingsmorgen bin ich aus der Haustür rausgegangen und dann habe ich so am Boden geschaut und dann waren da lauter irgendwie so Äste und so Stroh, Zeuges da umeinander geflackt und dann habe ich so aufgeschaut, wo das herkommt und dann haben da über mir drüber haben da zwei Vögel haben da gerade ihr Nest angefangen zum Bauen und ich habe dann da jeden Tag habe ich da zugeschaut und der, was Kinder hat, der konnte es irgendwie nachvollziehen oder der weiß das, dass wenn man keine Kinder hat, dass die Kreise, die man zieht, relativ weit sind und wenn man dann Kinder hat, dann werden die Kreise immer schmäler
Und man kommt nicht mehr so viel fort, wie man mal fortgekommen ist. Und irgendwann, wenn es größer sind, werden die Kreise wieder größer. Und das habe ich bei denen auch beobachtet. Es war lustig und nett zum Zuschauen. Und irgendwann waren sie dann weg, da haben sie die Flugversuche gemacht. Dann habe ich es nicht mehr gesehen, aber ich glaube, die Nachbarskatze hat es dann gefressen. Also. Und das Lied heißt Nach und Nach. Direkt vor unserer Haustür haben gerade zwei Vogelieren ist. Also ihm was zu finden, Bladeln rinden und ist. Sie haben ihren Platz gefunden, genau der so es sei. Von da aus fliegen sie aus und danach wieder nein. Ob ich auf die Wiesen und fahr zur Straßen, auf ich an Bäum, nüber zum Bach, das erinnert mich so dran, wie es mal bei uns war, als nach und nach. Vor unserer Haustür brüllt gerade ein Vogel im Nest. Das Mandel sitzt da drin und bewacht's ganz fest. Man sieht ihn am Tag und er in der Nacht steht. Er ist so gut wie es geht, immer in ihrer Nähe. Nur mehr ob ich am Boden oder zum Zaun, hinter ans Holz, auf uns doch, das erinnert mich so dran, wie es mal bei uns war, als nach und nach. Direkt vor unserer Haustür zwitschern ein Vogel im Nest. Das Weiberl futtert schon zwar und das Mandel an Rest. Sie reißen ihren Schnabel so weit wie es geht auf. Und bald schon fliegen sie aus und dann auch wieder auf. Ob ich auf die Wiesen und vor zur Straßen, auf ich am Baum, über zum Bach, das erinnert mich so dran, wie es mal bei uns war, als nach und nach. Ob ich auf die Wiesen und vor zur Straßen, auf ich am Baum, über zum Bach, das erinnert mich so dran, wie es mal bei uns war, als nach und nach. Zum Zaun, hinter ans Holz, auf ans Dach, das erinnert mich so dran, wie es mal bei uns war, als nach und nach, als nach und nach. Dankeschön. Für alle, die verheiratet sind, für alle, die glücklich verheiratet sind und für alle, die unglücklich verheiratet sind. Und auch vor allem für die, die gerne heiraten wollen und die zu sich, zu ihrem Partner nur Ja sagen können und nicht zu seinem Geldbeutel und was er alles so hat. Und
auch für die, die einen Ehevertrag haben. Also ich habe sowas nicht, ich weiß gar nicht, was man da so, also ich weiß ja gar nicht, was man da reinschreibt, also was steht da drin, irgendwie, dass man, wie oft man einen Busen anschauen darf von der Frau in der Woche, oder was schreibt man da rein? Also ich glaube, dass das die meisten Leute, glaube ich, nur machen, weil sie Angst haben. Weil sie Angst haben um ihren Besitz. Dass sie das alles verlieren. Und das, genau das ist das, was die Liebe nicht will. Besitzen. Und ich bin ja auch froh, dass die Liebe uns auch nicht fragt, wenn sie irgendwelche Sachen macht, wenn sie kommt, wenn es geht. Die macht es einfach. Liebe möchte nicht einmal einen Menschen besitzen. Aber wir mögen immer besitzen. Besitz, irgendwo festhalten, irgendwo. Und ich habe wirklich lang gebraucht, bis ich das verstanden habe, was Liebe wirklich ist. Und was Liebe macht. Liebe macht nämlich nur eins. Und das ist Lieben. Ganz lustige Geschichte. Heute steckt man uns drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Wir stehen grad vorm allerhöchsten Gericht und stecken drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Was mir da deren ist überhaupt keine Pflicht. Wir stecken drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Sie fallen bei uns auch nicht groß ins Gewicht, weil so wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Es gibt da keinen, der was gegen uns spricht. Darum steckt man drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Jeder eine neben sich, der das Schlimmste widerricht. Gleich steckt man drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Oft bin ich nimmer glänzt, das passiert schon mal. Dann schau ich einfach die an, damit ich wieder streu. Wir zwei sind von der oberen Schicht. Trotzdem steckt man drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Du bist heut der, die von alle aussticht. Ich steck da einen Ring, oh, der wie du ist, ganz einfach und schlicht. Du bist für mich einfach kein Verzicht. Jetzt steckt mir drin, oh, die wie wir sind, ganz einfach und schlicht. Oft bin ich nimmer glänzt, das passiert schon mal. Dann schau ich einfach die an, damit ich wieder streu. Oft wenn ich nimmer glänz, das passiert schon mal. Dann schau ich einfach die an, damit ich wieder.
Streu. Dankeschön. Gibt es wiederum Leute, denen tut der Lockdown einfach überhaupt nicht gut. Also, die werden dann irgendwie total komisch und zum Teil auch verrückt. Das Lied heißt Für Elisabeth. Zum Brotkosten hol mir ein Scheibenbrot raus. Die ist schon gut ein Wochen alt. Solang wir mir schon nichts mehr zusammen geredet haben, auch nicht wer ein neues Holt. So hart, dass es gar nicht mehr gescheit schneien lässt und bloß noch presselt wie unsere Liebe, die noch gar nicht so alt. Wie unsere Liebe, die noch gar nicht so alt. Ich geh zum Kühlschrank, hol die Flaschen Wein raus. Die ist schon gut zwei Wochen alt. Solang wir uns jetzt schon immer gesehen haben und die mit dir durchdringen wollt. Im Glasl schwimmen Brickerl vom Korken, weil er zerbröselt wie unsere Liebe. Die noch gar nicht so alt. Wie unsere Liebe, die noch gar nicht so alt. Geh zum Podcastl, hol mir dein Lippenstift raus. Der ist schon gut drei Wochen alt. Solang wir uns jetzt schon nimmer geküsst haben und der man dir doch so gut gefällt. Du streichst ihn auf deine druckenen Lippen und es bröselt bloß noch wie die Liebe, die noch gar nicht so alt. Elisabeth, wir unser Liebe, die noch gar nicht so alt. Thank you.
Normal schminke ich mich nicht. Also nicht so stark. Also. Ja. Wird schon passen. Für die nächsten Lieder tut es. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, das muss doch toll sein, wenn man so Lieder schreibt und so. Und dann sage ich auch immer, mir wäre es manchmal auch lieber, ich könnte über meine Probleme reden. Ich stehe im Bord drinnen in der Früh. Sie putzen, Schnee duschen und Arasur. Dann ein paar Mal durch Tor durchkommt. Nein, dann zu Hosen und ins Hemd. Wir verfolgen es nur einen kurzen Blick. Geh nur nicht den, den ich da sieg. Warum lässt denn der Mond im Spiegel nur sein Mund so hängen? Was unzelt er nur so fest sei Stirn? Was bringt er nur so zum Nachdenken? Mama, klar, was ich alles hab. Eine Frau, drei Kinder, einen gut zahlten Job. Ein neues dickes Auto steht da draus. Und jetzt auch noch das Glück mit dem Riesenhaus. Fang an, dass ich mir einred, dass mir doch gar nicht so schlecht geht. Warum lässt denn der Mond im Spiegel sich selber nur so hängen? Was runzelt er nur so fest sei Stirn? Was bringt er nur so zum Nachdenken? Warum lässt denn der Mondspiegel sich selber nur so hängen? Was runzelt er nur so fest sei Stirn? Was bringt er nur so zum Nachdenken? Warum lässt denn der Mondspiegel sich selber nur so hängen? Was runzelt er nur so fest sei Stirn? Was bringt er nur so zum Nachdenken? Wirklich glaubt, dass das, was wir jetzt seit eineinhalb Jahren erleben, wirklich eine schlimme Zeit ist. Also da muss ich ihn wirklich enttäuschen. Dann
ist er, glaube ich, nicht für das gerüstet, was jetzt irgendwann noch kommen wird. Und ich spiele jetzt ein Lied für eine Frau, die kann wirklich sagen, dass sie schlimme Sachen erlebt hat in ihrem Leben, mit denen sie nicht mehr klarkommt oder klarkommen wird. Und ich glaube, dass keiner von uns wirklich Trauma hat, weil er im Supermarkt eine Maske anziehen hat müssen. Das Lied heißt Spuk. Sie lebt, die liegt jetzt mehr als 70 Jahre zurück. Doch bleibt der Krieg bei ihr drinnen wie ein Spuk. Geräusche oder sogar ein Geruch kann sein. Die liegen bei ihr alle Erinnerungen frei. Weil wenn sie mal ein Hundbein hört, denkt sie an ihre Gefangenschaft. Da war sie ganze Winter eingesperrt. Steckelt wer am Flur draus über'n Parkett, hört sie einen Soldaten, der mit schweren Stiefeln geht. Wechseln die Pfleger, ganz normal ihr Schicht, zeigt sie ihre Papiere, weil sie sie neu ausweisen möchte. Vorn rum ist sie immer recht freundlich, doch innerlich, da hat sie Angst, ist so gespannt und aufs Neue misstrauisch. Sagt ihr, dass sie nichts zum Fürchten hätte, aber der Bauch, der glaubt ihr einfach nicht. Oft hat's nie gewusst, wie es die Kinder durchbringen soll, drum hat sie heute Nahrungsmittel, ihr Schrank ist grammelt voll. Ein Teller ist sie immer so gut, wie es geht, la. Wer weiß schon, ob das jetzt für länger das Letzte war. Weil falls dann doch schnell losgeht, steht für Notfall immer gleich ein Backel der Koffer parat. Sie will sich nie ausziehen, wenn's mit ihrer duschen dann. Weil wenn's den Dampf sieht, meint's, dass das Gas auch dran. Sie zuckt immer nur zusammen, bei der Ostblock stimmt eh. Vergewaltigungen waren für sie damals echt schlimm. Ich geb dir noch einen Rest, das schreit und um sich schlockt und ihr die Schenkel ganz fest zusammenpresst. Der Kopf sagt ihr, dass sie nichts zum Fürchten hätte, aber der Bauch, der glaubt ihr einfach nicht. Für alle, die was Angst haben, die wirklich Angst haben vor dem Sterben. Das gibt es ja wirklich. Also wir werden in unserer Kultur werden wir so nicht erzogen oder man muss sich da einfach fürchten davor. Also, und es gibt aber andere Länder, die feiern einen Tod zum Beispiel. Die feiern das, dass einer, also nicht, dass er gestorben ist, sondern dass er einfach da war. Also ich weiß schon, dass der eine oder andere vielleicht auch feiern darf, wenn die böse Schwiegermutter wegsterben darf. Das gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, dass nicht so dramatisch ist, was dann kommt. Also wenn überhaupt was kommt. Aber ich glaube schon, die meisten haben, glaube ich, nicht Angst vor dem Sterben, sondern einfach, dass sie nicht gelebt haben. Das glaube ich. Dass meiner, man sieht sie dann nicht mehr. Oder, da muss man nicht einmal an einen Gott glauben, wenn man an den nicht glaubt, dann kann man an Einstein, ich glaube, der Einstein war es, der hat gesagt, Energie kann nicht verloren gehen. Wir sind ja eine Reinform an Energie. Also Energie kann nicht verloren gehen. Wir werden uns irgendwann wahrscheinlich wieder irgendwo begegnen, in irgendeiner anderen Form, wahrscheinlich ohne Körper, aber
wir werden uns irgendwann wieder treffen. Ich kann euch nicht versprechen, ob es da die Maskenpflicht dann noch gibt oder die Abstandsregelungen, aber wir werden uns definitiv wieder sehen und begegnen. Da bin ich wirklich davon überzeugt. Wenn das der Einstein schon sagt, dann muss stimmen. Und das Lied heißt Reise, was ich jetzt spiele. Und in dem Lied machen sich zwei Eheleute auf, die ihr ganzes Leben zusammen waren. Die machen nicht Urlaub, sondern die machen sich die schönste Liebeserklärung, meines Erachtens, was man sie machen kann, dass man gemeinsam das Leben beendet. Und die zwei haben auch keine Angst. Also in meiner Vorstellung feiern die das noch richtig und lassen sie es gut gehen und feiern es, dass sie sich kennenlernen haben dürfen. Und genau. Irgendwann war's ganz normal, übers Sterben zu reden. Nach langen Überlegen haben sie sich für den Schritt entschieden. Sie waren bis jetzt nie länger als zwei Tage trennt. Darum machen sie jetzt gemeinsam ihrem Leben ein. Sie planen das jetzt schon länger, mindestens ein Jahr, und kommen so hoffentlich am natürlichen Tod zuvor. Sie macht einen Abwasch und er bringt nochmal schnell einen Müll raus. Er kündigt den Strom und die Versicherung vom Haus. Dabei hat jeder so sein ganz eigener Part. Alles einfach so zurückzulassen ist einfach nicht ihr Art. Warum sie das so machen, das muss keiner verstehen. Zum Abschied sprechen sie zusammen noch einmal auf ihren Abi. Wir sind auf einer großen Reise. Wir machen uns gar keinen wieder da sind, dann ruf mir gleich oder so schnell wie es geht zurück. Sie liegen in Bayern und in ihrem Ehebett. Gedanken quäl's, was ist, wenn's nicht auf Anhieb geht. Er wisst nicht, was bei der Dosis schief gesäuert. Wenn's bei einem nicht hinhaut, probiert der's klein um eu. Gleichzeitig werfen sie sich ein Mixtabletten ein und singen dann ganz entspannt in ihren Kopfkissel rein. Sie küssen sie zärtlich nur ein allerletztes Mal. Und plötzlich geht dann alles unerwartet schnell. Erleichtert, dass die Wirkung jetzt bei beiden kommt, was sie dann auch so unendlich glücklich stimmt. Sie denken an ihre Tochter und an ihren Sohn, der erreicht sie nicht daheim und auch nicht am Telefon. Wir sind auf einer großen Reise. Wir machen uns gar keinen Druck. Wenn wir wieder da sind, dann ruf mir gleich oder so schnell wie es geht zurück. Wir sind auf einer großen Reise. Wir machen uns gar keinen Druck. Wenn wir wieder da sind, dann ruf mir gleich oder so schnell
wie es geht, zurück. Sonst gehst du ei. Es wird allweil nur schlimmer, aber mir kann es nur stimmen. Nur nicht wimmer, nur nimmer. Viel muss nicht sein. Einfach nur ein Bussel geben, einfach nur ein Arm umlegen, einfach nur zwang, dass wir uns nicht wegen. Einfach nur ein Bussel geben, einfach nur ein Arm umlegen, einfach nur zwang, dass wir uns nur, dass wir uns nicht wegen. Ich sag dir immer, es geht bald nimmer, es sollt wieder mehr stimmen, mehr kommen, sonst geh ich ei. Es wird allweil nur schlimmer, aber mir kann es nur stimmen, nur nicht wimmer, nur nimmer, viel muss nicht sein. Einfach nur, ein Bussel geben, einfach nur, ein Arm umlegen, einfach nur, zwang, dass wir uns nicht mögen. Einfach nur ein liebes Wort und damit nicht so viel gespart. Einfach nur, dass man nicht so lang drauf wart. Es geht bald nimmer, es sollt wieder mehr stimmen, mehr kommen, sonst gehen wir ei. Es wird allweil nur schlimmer, aber mir kann es nur stimmen, nur nicht wimmer, nur nimmer, viel muss nicht sein. Einfach nur, ein Bussel geben, einfach nur, ein Arm umlegen, einfach nur, zeigen, dass wir uns nur mögen. Einfach nur ein Bussel geben, einfach nur ein Arm umlegen, einfach nur zeigen, dass wir uns nur, dass wir uns nur mögen. Einfach nur ein Bussel geben, einfach nur ein Arm umlegen, einfach nur zeigen, dass wir uns nur mögen. Einfach nur ein Bussel geben, einfach nur ein Arm umlegen, einfach nur zeigen, dass wir uns nur, dass wir uns gern ab. Dankeschön. Sagst, dass das jetzt gerade der helle Wahnsinn war. Du bist in meinen Armen, du streichelst mich und ich küsse deine Haar. Was Liebe wirklich ist, hab ich bis vor dir auch noch nicht gewusst. Und jetzt tuchst du da mit mein Ohr an deiner Brust. So kommst das hin. Jetzt spielt nimmer noch Noten. Es ist völlig aus dem Takt. Irgendwas, was jetzt packt, es
macht nett, es was soll nur noch das, was es will. So kommst das Herrn. Gott, der Oberwahnsinn war. Ich bin in dein Arm, du küsst mich und du durchwuschelst mein Haar. Was Liebe wirklich ist, hab ich bis vor dir an und es gewusst. Und jetzt tue ich da mit mein Ohr an deiner Brust. So kommst du. Aus dem Takt, irgendwas hat's jetzt packt, es macht nicht das, was soll, nur noch das, was es will. So kannst das hören, dein Herz macht andere Töne. Und ist noch nicht so lang, ein völlig anderer Klang. Es spielt völlig frei, so will's doch immer sein. So kannst das. Ich habe mich wirklich gefreut, dass ich heute da sein darf. Das muss ich wirklich sagen. Das war wirklich was ganz was Besonderes heute für mich. Also, das muss ich sagen, ehrlich wahr. Also, ich weiß nicht, ob das sonst noch jemand sieht oder ob das an dem, wie man hinschaut, liegt. Egal, wo ich mich hinstehe und wie ich mich drehe, es hilft nichts, weil das ich ist auch. Weil du hebst dich halt vor den anderen ab. Und es ist nicht nur so ein Gefühl, das ich hab. Vielleicht ist unter 1000 Grad einer dabei und das wirst ja nur du sein. Sollen doch die anderen sehen, was mich, wenn's aber nur stehen und überlegen, sie gehen noch was und das ist was ganz was Besonderes. Was ganz was Besonderes. Was ganz was Besonderes. Was ganz was Besonderes. Ein paar, die kommen nur ganz schwer vor. Und da kennen sie noch so viel da. Dann gibt's auch bei denen ganz leicht geht. Entweder du bist das oder du bist das nicht.
Ja, entweder du bist das oder du bist das nicht. Sollen doch die anderen singen, was mingen. Bin so weit nur das Stehen und überlegen. Sieh ich schon was und das ist was ganz was Besonderes. Was ganz was Besonderes. Was ganz was Besonderes. Es hat mich wirklich gefreut, dass ich heute dabei sein habe. Wirklich, vielen herzlichen Dank. Hat mich gefreut. Für euch. Dankeschön. Jetzt kommt ein Lied, wo irgendwie rauskommt. Also das habe ich für mich selber geschrieben. Also da kommt irgendwie raus, dass ich irgendwie so ein richtiger Spießer auf bin. Also wenn es irgendwo im Haus laut ist oder so, ich mag das ab 22 Uhr irgendwie die Nachtruhe eingehalten werden, am besten schon 3 Minuten vorher. Und wenn es, da mag ich, dass die Musik leiser ist. Also ganz schwierig, aber ich habe dann auch irgendwie festgestellt, dass das eigentlich nur ist, weil ich da nicht eingeladen bin. Und das Lied spiele ich für mich selber, das heißt Friedel, ich hör die tanzen. Unter der Woche willst du einfach nicht schlafen, doch in jedem Wohnhaus gibt's immer einen Affen, der sich an Chorregel der Hausordnung hält und wenn man was sagen möchte, sich einfach tot stolz. Friedel, ich hör die tanzen, ich weiß ganz genau, dass du bist, hier ist Futter, halb Hansen. Friedel, ich hör die doch tanzen, jetzt ist bald dann wirklich Schluss mit den Ganzen. Sonst ruf ich die Polizei, außer du lässt mich noch stehen mit ein. Als ich dann endlich ein Auge zur Mach, geht's schon wieder weiter mit dem Krach. Ich renn zu ihrem Affe und klingelt Sturm. Sagt zu mir ein Nachbar, ist wohl keiner daheim. Ich hör die tanzen, bei mir im Wohnzimmer wackeln schon die Zimmerpflanzen. Friedel, ich hör die doch tanzen, sag, wann ist auf dem Weg zu dir, wirklich zwei Tränzen. Da muss doch echt was los sein, warum lotst mich denn nicht mit ein? Alles dann doch bei mir leid. Ich denk mir, jetzt ist es soweit. An der Tür steht ein Lilliputaner Zwerg. Links, rechts ein Blondiner, ich sag, falsches Stockwerk. Friedel, ich hör die tanzen. Sag, waren das nicht die Jörgs, als verkleidete Schimpansen? Friedel, ich hör die doch tanzen. Ich geb dir jetzt noch einmal eine allerletzte Chance. Ich hätt einen Tequila dabei. Jetzt los wird endlich gleich. Ei, 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 ei.
Jetzt spiele ich ein Lied, das spiele ich für zwei, die es geschafft haben. Glücklich, ich wiederhole es nochmal. Glücklich, dass 60 Jahre verheiratet sind. Und die feiern Diamanten eine Hochzeit. Das Lied hat, das dauert jetzt glaube ich eine halbe Stunde, das hat 36 Strophen. Weil das ist eine lange Zeit, 60 Jahre, da ist viel passiert. Seid froh, dass ich nicht über die Kronjuwelen-Hochzeit rede. Das Lied hat sich immer 80 Strophen. Und da geht es darum, um ihren Tag, um den Tag, den feiern die. Das Lied heißt Diamant. Und das wünscht sich eigentlich jeder. Also jeder wünscht sich, glaube ich, wirklich nur den einen Partner, mit dem man eigentlich so lange beieinander sein kann und oder nur annähernd. Diamant. Sie nimmt die warmen Weißwürst vom Herd, weil sie ihr Liebe heut zum 60. jährt. Eine Ehre, dass der Bürgermeister am Tisch sitzt und es für Zeitung wie Bayern Quitter blitzt. Die Nachbarn kommen, sogar Fremde gratulieren. Sie stoßen zusammen, das zeigt Glaseln klirren. Hans Kinderlerner erinnert er sie gut, er war damals mit ein paar Freunden fort. Und beim Tanzen ist es halt passiert. So hat eins schließlich zum anderen geführt. Später hat sie dann mal gefragt und zu seinem Glück hat sie auch ja gesagt. Auch noch heute Jahren, da ist immer noch charmant. Und wenn sie von ihm redt, dann redt sie immer von ihrem Diamant. Von ihrem Diamant. Natürlich fragt man sie nach einem Rezept, das so eine Ehe nur so lang hebt. Man braucht nicht meinen, dass sie nicht einmal streiten. Es ist nur wichtig, sie dann wieder zum Verzeihen. Und dass man alles, was im Alter so kommt, zusammen durchsteht und auf sich nimmt. Mit Sport und Rätseln halten sie sich fit. Sogar mit dem Bus fahren sie noch auf Reisen mit. Sie backt nur Kuchen für den Seniorenkreis. Und er macht beim Kegeln sogar einen ersten Preis. Einer wird so schnell, gewiss auch nicht fad. Sie wisst gar nicht,
was ohne ihn tat. Auch noch heute Jahren, da sagt sie, dass sie nimmer wieder heiraten kann. Und wenn sie von ihm redet, dann redet sie immer von ihrem Diamant. Von ihrem Diamant. Beide haben sie auch nie gedacht, dass man ihren Kinder und sogar Urenkel schenkt. Eine Gnade, dass man das alles gesund erreicht. Und da gibt's nichts, was man sonst noch bräucht. Sie haben zu zweit nur jede Menge vor. Und wünschen sie bloß noch 5, 6 schöne Jahre. Auch nach all den Jahren verbindet sie immer noch ein Band. Und wenn sie von sich reden, dann reden sie immer von ihrem Diamant. Von ihrem Diamant. Mann von ihrem Diamant. Das letzte Lied für heute spiele ich für die zwei, ohne die ich heute da nicht sitzen darf. Also für die drei, muss ich sagen. Also so einmal die Hebamme, die mir. Und die anderen zwei sind meine Eltern. Das Lied heißt für Mama und Papa, für Hans und Annelies Familie. Hat mich wirklich gefreut. Vielen herzlichen Dank. Früher hab ich's nie gekriegt, ich hab's genau richtig gekriegt. Zu wenig hab ich's nie gehabt, ich soll's aber mal gespürt haben. Sind die Ersten, die fragen, wie's dir geht und ob dir was fehlt. Und wenn du was brauchst, suchst du einfach aus. Ich möchte euch dasselbe geben, was ich von euch gekriegt hab. Ein Platz, wo's mal bleiben könnt. Und das Gefühl, das Schöne, ich nenn's Familie. Die Letzten, die da sind, wenn's keinen mehr hast, jeder, der auf einmal im Stich lässt, sogar dein Freund sich schleicht, wenn's den am meisten brauchst. Schön, dass ihr da seid, und auch gut, wenn ich das Leben mal verfluch, weil ich nicht mehr weiter komm, red's ihr immer wieder von am Sinn. Mit euch zusammensitzen und richtig lachen, ich kann nix Schönes machen und mir auch nicht vorstellen, mir tat irgendwas fehlen. Ich möchte euch dasselbe geben, was ich von euch gekriegt hab. Am Platz, wo's mal bleiben könnt. Und das Gefühl, das Schöne, ich nenn's Familie. Die dir das mitgeben, was du jetzt bist, auch wenn du mal was vermisst, haben sie's übersehen, sie werden's davon ernähren geben. Die mit dir über alles reden,
Es sollte aber noch Geheimnisse geben, die du gern verrotzt, weil es dir nicht vertrauen kannst. Ich möchte euch dasselbe geben, was ich von euch gekriegt hab. Am Platz, wo es mal bleiben könnt. Und das Coole, das Schöne, ich nenn's Familie. Ich möchte euch das alles zurückgeben, was ich von euch gekriegt hab. Am Platz, wo es mal bleiben könnt. Und das Coole, das Schöne, ich nenn's Familie. Ich möchte euch das alles zurückgeben, was ich von euch gekriegt hab. Am Platz, wo es hier bleiben könnt. Und das Coole, das Schöne, ich nenn's Familie. Vielen herzlichen Dank. Es hat mich wirklich gefreut. Für euch. Dankeschön.